Herzlich willkommen zur Flatzone hier bei Duke 3D. Ein echt sehr cooles, aber auch ein sehr haariges Level am Start. Guckt gleich mal in euren Rücken, denn da gibt es ein Scuba Gear und Energie. Den Scuba Gear, den können wir noch bitte gebrauchen, ansonsten eine RPG. Und hier warten drei Tentakel-Freaks auf uns, die wir erstmal über den Jordan schicken, im wahrsten Sinne des Wortes hier, über das kleine Flüsschen. Hier noch Munition für den Shotgun und der dritte Geselle, während sein Kollege hier tot gesquischt wird vom Strom. Auch schön. Hier warten zwei Drohnen, die haben natürlich Priorität gegenüber den Enforcern. Aber nachdem sich die zweite Drohne hier gerade verpisst hat, mache ich mal die Enforcer kalt. Und das tue ich mit der Pistole, denn ich habe gerade extreme Ammo-Knappheit und das könnte mir tatsächlich in diesem Level das Genick brechen. Also ich muss ein bisschen sparsam sein. So, ich gucke mal, ob ich die zweite Drohne hier noch irgendwo finde, nachdem ich ins Wasser springe, aber scheinbar nicht. Das heißt, ich tauche erstmal unter und erledige hier die drei Haifische, denn die haben Zähne. So, bloß kein Vergessen, sonst greifen die im Hinterhalt an und das kann ganz schön wehtun. Hier Ammo für die RPG, die packen wir auch gleich mal aus und schießen auf den Seetang, denn hier ist ein Sprung, der eröffnet uns den Weg zum ersten Secret und zu mehr Heilfischen. Auch hier würde ich sagen, macht erstmal alle Fische gemütlich kalt, bevor er weitergeht. Ist ein feines kleines Secret mit einem Scuba Gear, den wir später unbedingt mitnehmen wollen. Den hier nämlich, denn unser momentaner wird uns auf jeden Fall ausgehen. Es gibt sehr viel Wasser in diesem Level, aber das hier ist die dunkle Seite dieses Secret Realms. Nämlich sehr, sehr viele Octabrains. Aber gut, nichts, was eine RPG nicht lösen könnte, ne? Hier gibt es einen Devastator, wir zerstrampfen die Eier und nehmen noch die Shrinker-Money mit. Und das war's dann auch für diesen Secret Realm. Können also wieder nach draußen auf dem regulären Weg weiter. Und ab hier wird es schon sehr nonlinear, also man kann sich ziemlich einfach verfransen in diesem recht großen Level. Aber deswegen mag ich es auch so gerne, weil es echt ein riesengroßes, pompöses Level ist, wo man viel erkunden kann, das designtechnisch sehr, sehr stark ist und auch für dementsprechenden Spielspaß sorgt. Kann ein bisschen frusten, wie gesagt, weil die Schwierigkeit doch recht hoch ist, vor allem in dieser Schwierigkeitsstufe, aber wenn man es mal raus hat, macht dieses Level unheimlich gaudi. So, wir tauchen mal auf und killen die Jungs hier in der dunklen Spalte da hinten. Es wird kein Schweinkram gemacht im Dunkeln hier. So, warten wir mal, bis der runterkommt. Genau, und dann ballern wir ihn unter Wasser ab. Den Zappelphilipp. Gut. Ansonsten noch schnell die restlichen Haifische erledigen. Damit die uns nicht in den Arsch speisen. Das passiert so schnell. Dann gucke ich in die Mulde, pack meinen Shrinker aus und mach die zwei Octabrains so richtig klein. Guter Tipp übrigens in diesem Level allgemein, mit dem Shrinker gegen die Octabrains vorgehen. So, ihr seht dort oben einen blöden, fetten Commander, den mache ich gleich mal jetzt fertig, bevor noch mehr Gegner auf dem Schirm erscheinen und ich komplett die Übersicht verliere. Dort oben wurden übrigens auch zwei Drohnen getriggert, also müssen wir aufpassen, die fliegen hier irgendwo rum, während ich hier jetzt die kleinen Fische noch kalt mache. Ich sehe sie jetzt gerade im Moment gar nicht, wollte ich sagen. Hier höre ich die erste. Und wenn wir die kalt gemacht haben, dann müssten noch zwei Drohnen rumfliegen, nämlich die zweite, die jetzt gerade getriggert wurde, und dann noch eine vom Start. Mal gucken, ob wir sie dann irgendwann antreffen. Aber jetzt erstmal weiter hier. Denn wir müssen vorankommen in diesem, wie gesagt, recht großen Level. Wir tauchen hier unter und dann wieder auf. Dann kommen wir zum nächsten Teilabschnitt von Flatzone. Dort gibt es noch eine Chain Gun und dann springen wir hier diese Kluft hoch, beziehungsweise diese Felswand. Und dort gibt es unser zweites Secret hier bei dieser blauen Keykarte. Ihr könnt in diesen Vorsprung durch diese durchgängige Wand. Es gibt keine Goodies. Ich weiß nicht, warum das ein Secret ist. Ich kann mir nur vorstellen, dass man von hier besser die Gegner dort drüben auf dem Haus erledigen kann. So, und dann gehen wir gleich nach ganz oben. Wir müssten jetzt noch nicht hoch, aber ich mache das immer gleich. Dann ist die Sache erledigt. Hier die Drohnen und den fetten Commander ausschalten. Und wenn wir jetzt hier hochsteigen auf dieses Podest, dann öffnet sich dort hinten eine Felsnische. Da kommen zwei Commander raus und ein Mini-Battlelord. Ja genau, dich kann ich jetzt gebrauchen, weißt du? So, erstmal die Fettis, die fliegenden kalt machen. Ich glaube, der Mini-Battlelord hat gerade einen davon abgeschossen. Sehr gut. Sollte eigentlich kein großes Problem sein, da uns die nicht erreichen könnten. Jetzt wollte ich ihn freezen, aber er hat mir den Spaß versemmelt. So, wir können von hier auf dieses Schild runterspringen für ein Atomic Health. Und dann gehe ich den Weg nochmal kurz nochmal. Denn ich zeige euch noch, was sonst da oben ist. Obwohl wir später auch nochmal raufkommen. Also von daher, wie gesagt, wir müssten es nicht jetzt machen. Aber es ist einfach so mein Weg, ne? Denn ich wollte euch einfach mal zeigen, dass wir hier auf jeden Fall die rote Keycard brauchen, um weiterzukommen. Und die müssen wir irgendwo in diesem riesigen Level finden. Außerdem können wir uns von hier oben in dieses Secret droppen lassen. Ihr könnt natürlich auch ganz einfach mit dem Jetpack hier auf diesen Vorsprung
springen. Dort haben wir davor die zwei Typen im Dunkeln abgeknallt, falls ihr euch erinnern könnt. So, mit der blauen Keycard können wir jetzt auf jeden Fall unter Wasser hier rein. Das ist wieder so ein Octabrain-Nest, also ich empfehle auch hier wieder den Shrinker, die alle klein machen und ordentlich zerstrampfen. Das ist einfach die beste Lösung, finde ich. Man sollte sich nur nicht wie ich hier dauernd von den Sonarattacken treffen lassen, von diesen Schweinchen. So, wenn die alle erledigt sind, dann können wir uns hier den Eiern widmen und die gelbe Keycard dann einsammeln. Ist ein ganz schön heftiger Raum, der kann unter anderem sehr brutal werden. Und ihr müsst auch immer gucken, dass ihr entweder ein Scuba-Gear habt oder genug Luft, weil ansonsten ihr achtet bei diesen intensiven Kämpfen unter Wasser nicht auf eure Luft und im schlimmsten Fall sauft ihr einfach ab. Stichwort Luft. Ich glaube, es ist der beste Zeitpunkt jetzt, den Ersatz-Scuba-Gear aus dem ersten Secret zu holen, denn wir sind nur noch bei 30% und wir werden den Scuba-Gear jetzt auf jeden Fall brauchen, denn wir tauchen in dieses überflutete Bürogebäude ab, wo erstmal zwei Tentakel-Freaks auf uns warten. Und wenn wir auftauchen, finden wir hier einen Medkit. Stichwort Medkit. Ich verwende mal meinen. Hier können wir die gelbe Keycard einsetzen, die wir gerade eingesammelt haben. Und jetzt können wir entweder nach unten und nach oben. Ich gehe immer zuerst nach oben und erledige den Mistkram auf dem Dach. Unter anderem diese Enforcer hier. Zweiter ist noch irgendwo. Ich vergesse immer, wo der rauskommt. Genau von hier. Dann springen wir hier auf diesen Felsvorsprung, aktivieren die Wand für unser viertes Secret mit einem Jetpack. Und jetzt solltet ihr vorbereitet sein, denn sobald ihr auf die Lüftungsanlage dort oben springt, warten drei fette Commander auf uns. Plus ein Enforcer. Aber der Enforcer ist mir erstmal wurscht. Wir müssen erstmal die Fettis wegkriegen. Okay, das lief halbwegs in Ordnung. Ansonsten eher jetzt. Ihr könnt auch rüberspringen, da wo die Fettis waren, zuerst hier, aber auf dem Dach. Naja, okay, das ist die Drohne von davor. Sie hat sich jetzt endlich gemeldet. Also wenn ich sagen wollte, auf dem Dach gibt es einen Shrinker und der Tommy Calf. Und hier drüben gibt es Night Vision Goggles, soweit ich mich richtig erinnere. Genau. So, das war ein Teil des Daches. Noch eine Drohne. Das ist die zweite verlorene Drohne, die gerade explodiert ist. Sehr schön. Gut, dann steigen wir auf den anderen Teil, beziehungsweise gehen auf den anderen Teil des Daches, wo davor der Mini-Battle-Lock getriggert wurde. Und wenn wir hierher steigen, dann wird da drüben Mini-Battle-Lock getriggert. Und wieder zwei von diesen Fettsäcken. Die Fettsäcke erledigen wir zuerst. Die sind nur Nervenfaktor, wenn wir den Großen killen. Der sich jetzt irgendwie verpisst hat, okay? Ich sehe ihn gerade nicht mehr, müssen wir den Typen danach auch suchen. Aber jetzt erstmal den entglittenen Commander, wo auch immer der wieder ist. Okay, da unten ist er, der Blödmann. Wenn wir den schnell killen und dann machen wir uns auf die Suche nach Dicky demnächst. Komm, Junge, jetzt. Meine Fresse, jetzt geh doch endlich drauf. Du hast doch eh keinen Existenzgrund. Okay, wie gesagt, ich sehe jetzt den blöden Mini-Battlelord nicht. Unter Wasser ist er auch nicht gut. Dann gehen wir erstmal einen regulären Weg weiter, denn wir können in diesem Bürogebäude, wo wir gerade waren, also auf dem wir gerade waren, auch noch nach unten tauchen. Und jetzt brauchen wir wirklich den Scuba-Gear. Hier warten auf jeden Fall noch eine Menge von diesen blöden Octabrains. Da ist nämlich wieder ein Nest von diesen Mistviechern. Und ich möchte behaupten, das ist einer der schwierigsten Abschnitte dieses Levels, weil es erstens mal ganz, ganz viele von diesen blöden Octabrains sind. Und zweitens, weil die in dieser Dunkelheit kaum zu erkennen sind. Also wenn ihr wollt oder wenn ihr denkt, ihr kommt da besser klar mit, verwendet hier eure Night Vision Goggles. Das schadet nicht, würde ich sagen. Auch in diesem großen Büroraum hier warten noch einige von diesen Mistviechern, die wir Stück für Stück und langsam eins am anderen kalt machen werden. Ich habe jetzt schon mal versehentlich den Schalter da an der anderen Seite angeschossen. Ihr seht, dann öffnen sich hier Luken oder Fenster und man kann wieder nach draußen schwimmen und es wird auch ein bisschen Licht. Auch das hilft, die Mistviecher zu bekämpfen. Aber jetzt, nachdem alles erledigt ist hier drin, gucken wir uns erstmal nach Goodies um, wie zum Beispiel diesen Steroids. Und auch draußen werden jetzt wieder ein paar Octabrains spawnen und ein paar Haifische, wie zum Beispiel das Ding hier. Hier gibt es noch Shells, unbedingt mitnehmen, wir haben eh nicht so viel Muni. Und was dieser Schalter ebenfalls getan hat, er hat dieses Neon-Schild, das wir davor gesehen haben, auf dem das Atomic Health war und das wir jetzt gerade hier im Ansatz gesehen haben, nach oben gefahren. Und eine Nische ging auf, wo die rote Keycard drin sein wird. Sobald ich diese blöden Fatzkes hier erledigt habe, können wir die uns auch abholen. So, jetzt ist mal Schnauze angesagt und hier ist die rote Keycard. Und mit der können wir jetzt natürlich wieder auf das Dach von davor, wo der Mini-Battle-Lord noch auf uns wartet. Aber zuerst mal hole ich hier diesen Medkit, den kann ich jetzt gut gebrauchen. Und ich habe schon so eine Ahnung, wo der Typ sich versteckt hat, nämlich wahrscheinlich in diesem Gang nach oben. Aber das werden wir gleich sehen. Wenn das so ist, dann muss ich jetzt natürlich
vorsichtig vorangehen und gucken, dass ich mich nicht selbst hochspringe. Da habe ich nicht viel Raum zum Agieren. Und natürlich, er steht da drin, ne? Hab's mir ja fast schon gedacht. Aber der war zum Glück schon sehr angeschlagen, deswegen sehr schnell tot. Hier noch ein paar Goodies in der Nische, die aufging, wo der Battlelord drin war. Jetzt können wir die rote Tür aufmachen, gleich mal ein paar Pipebombs rein und die Kollegen kalt gemacht. Ich liebe Splatter. Ich hab's schon oft erwähnt. Zwei, drei Lutscher und ein paar Octabrains warten hier noch. Die machen wir kalt, bevor wir uns dem fünften und letzten Secret dieser Karte widmen. Genau, da habt ihr sie vielleicht schon gehört. Die Schweine backen. Ja, die Sau erwischt mich jetzt natürlich wieder frontal. Kriegst du halt RPG. So, wir aktivieren jetzt dieses Schild an diesen Kisten. Dann geht die Nische hier auf, Pipebomb rein. Und das wäre dann das letzte Secret mit ordentlich Energie. Auch hinter diesen Kisten gibt es noch RPG-Muni. Ist natürlich kein Secret. So, das Einzige, was jetzt noch zwischen uns und dem Ziel steht, sind eine Horde von Tentakeln. Ich verballere jetzt mal meine RPG nicht zu sehr, also die mache ich jetzt noch mit der Shotgun kalt. Am Ende nochmal so richtig ordentlich eins mitbekommen, ne? Sich nochmal so richtig einseifen lassen. Das klingt nach mir. Ist jetzt mal drauf, du Schweinchen. Ist unglaublich. Dankeschön. Gute Nacht. Wir springen über diese Mulde hier, holen uns noch die Atomic Health und dann lassen wir uns reinfallen. Dort wird das Ziel sein, aber Vorsicht, da ist auch noch eine Selbstschussanlage. Die machen wir schnell kalt und dann aktivieren wir das Ziel und das war's dann auch schon. Und dann sehen wir uns in der nächsten Karte wieder. Aber als Fazit kann man schon mal sagen, ne, Flood Zone, eins meiner absoluten Lieblingslevel, ist sauschwer, kann frustrierend sein, aber es macht super Spaß. Ich habe schon erwähnt, es zu erkunden, es ist ein super Level-Design. Hut ab vor dem, der das Level designt hat. Es ist bombastisch. Bis dann.